So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Letztes Mal haben wir den Mifa-Weg angefangen und haben Sidon gerettet vor einem Leunen. Und Leune sowie ganz viele Moblins sind jetzt gerade ja auf dem Schlachtzug sozusagen. Und wir haben den Titanen entdeckt. Ich schätze mal, wir werden den jetzt wieder steuern dürfen. Schauen wir mal, es geht wahrscheinlich nahtlos weiter. Ich denke, ich kann... Achso, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder Waffen hergeben, ne? Weil Platz nicht... Ja, ha, 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 ha. Aber ich kann doch alles, was Stufe 1 ist, kann doch alles weg. Der ganze Stufe 1-Quatsch da kann doch weg. Auswählen mit X sehe ich das richtig, ja? Okay. Nee, das ist ja alles ST1. Was ist denn ST1 dann? Das ist gar nicht die Stufe. Ja, moin. Ich muss 6 Waffen hergeben. Belastend. Wie kann ich das denn mal sortieren? Y? Und nach was habe ich es jetzt sortiert? Ah, ich glaube nach Stärke. Ja, nee, auch nicht. 10, 10. Nach Art habe ich es jetzt sortiert. Jetzt ist es nach Stärke sortiert. Ja, jetzt ist es nach Stärke sortiert. Jetzt kann ich einfach die 6 letzten hier schmeiße ich jetzt einfach raus. Ich habe keine Ahnung. Hä? Kann ich die nicht... Ach, nee, jetzt rüste ich das aus gerade. Bin ich komplett dumm? Das hatte ich, ne? Wie schmeiß ich die denn raus? Ach so. Wieso ist jetzt der 19er hier? Hä, das ist nicht nach Stärke sortiert. Was ist das jetzt wieder sortiert? Da steht Waffen sortiert, aber nach was? So ist, ich dachte, jetzt ist Stärke 18, 18, 17, 17, 17, 15, 15. Dann kommt hier 19, 13. Wahrscheinlich, weil die 2 hinter sind. Vielleicht, weil die 2 hinter sind. Ach, keine Ahnung. Ich schmeiß jetzt hier den ganzen Ding-Quatsch da. Schmeißen wir jetzt aus. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Bestätigen. So, wiedersehen. Okay, die hat genug Platz. Die hat genug Platz. Ihr kriegt eine Verbesserung für ihr komisches Dings da. Okay. Mehr Stuff hier. Kostüme. Zora-Helm. Kann der Träger schneller schwimmen und ist im Wasser beweglicher? Ja gut, aber wir haben ja hier scheinbar bisher nicht wirklich jetzt im Wasser schwimmen müssen. Okay. Lass mich Titanen steuern. Schon eine krasse Armee, die Verheerung da auf. Niemand zieht sich zurück. Will ich doch erfahren. Da ist er. Mifa kann ihn steuern. Auf geht's. Also wieder mit L abwehren. Drücke Y, okay, riesigen Rüssel. R, um Eisbrocken zu verschieben. Ich glaube, das ist ähnlich wie Dings. Das sind dann auch die Raketen, also Eisbrocken in dem Fall. Indem du ZR gedrückt hältst, kannst du viele Eislanzen hintereinander abfeuern. Hilfe. Im Wasser werden Attacken mit Eis stärker. Ich werde wahrscheinlich wieder 3- oder 4-mal scheitern. Ja, das hat jetzt mit dem Titan nichts mehr zu tun. Durch das Aber wir können es mal kurz lesen. Durch das Kombinieren von den 2 Waffen entsteht eine noch viel stärkere Waffe. Ja, das ist das, was ich meine. So, aktuell kenne ich mich halt überhaupt nicht aus und so aktuell brauche ich das auch nicht. Drücke A, um einen Spezialangriff auszuführen. Fülle die Leiste und schlage im richtigen... Achso, ja klar, das ist das gewesen.
Okay, let's go. Wir schauen, wie es läuft. Schon wieder cool gemacht, muss man sagen. Das sind schon coole Passagen, die sie da eingebaut haben. Oh, was ist das? Was ist da? Ah, das sind die Eislanzen jetzt, ne? Okay. Wir gucken mal, was passiert. Ah, ja. Soll ich die Brücke da kaputt machen, oder was ist da los? Zerstöre Hindernisse mit Nahkampfangriff. Okay, ich soll die Brücke kaputt machen. Okay. Na gut, wir müssen halt durchkommen. Es hilft halt nichts. Okay, ich könnte jetzt schon A einsetzen, aber ich glaube, A setze ich erst ein, wenn wieder ganz viele Gegner kommen. So. In Ordnung. Nice. Ah, da muss ich wieder aus. Aber das war die falsche Taste. Ah, ich habe so einen Schirm. Okay. Wie werde ich denn. Wie kann ich denn das abwehren? Guck mal, da kommt so viel Shit jetzt auf mich. Ein Schild erst. Ah, ich muss das Schild vorher drücken. Das hat nicht hingehauen, oder? Oder doch? Ah, okay. Ah! Mann, wo kommt denn das her? Von dem Pyromagus. Ja, okay. Mal weg mit euch. Aua! Alle anvisieren. Gleich mitnehmen und Abflug. Habe ich es erwischt? Sieht gut aus. Da ist noch einer. Okay. Da drüben sind die nächsten. Ah, ich glaube, die treffe ich schon. Machen wir erstmal hier unten ein bisschen Radau. Ah, da drüben ist einer. Das ist gar nicht gut. Weg mit dir. Okay. Ah, da ist auch noch einer. Der gefährlichen Damage machen kann. Okay. Da ist einer. Weg mit dir. Okay, das sollte soweit passen. Dann können wir ja weiterlaufen. Ah! Okay, die visiere ich an, die visiere ich an, die visiere ich an und... Abflug. Hat sich ausgereiht. Jetzt ist er weg. In Ordnung. Okay, wir sind gleich an unserem Ziel angekommen. Ich habe meinen A noch. Ja, genau, und für das nutze ich jetzt auch das A. Genau, für das nutze ich jetzt das A. Holy moly, wie viele Leunen sind da bitte? Wie? Ja, das habe ich auch gerade gefragt, lieber. So, habe ich die weggeräumt? Ich hoffe ja. Ah, da sind noch zwei. Yes! Ah, das lief doch viel besser als mit Varuta. Varudania. Sehr schön.
Okay, alles klar. Sehr schön. Prima. So wollen wir das. Der zurückliegende Angriff hat deutlich gezeigt, wie miserabel wir auf die Verheerung vorbereitet sind. Dem Volk der Soras muss klar sein, dass wir die Verheerung nicht als das Problem von anderen abtun können. Als Bewohner dieses Landes, Hyrule, müssen wir unseren Teil beitragen. Mipha, tritt vor. Jawohl. Erteile ich dir nun die Erlaubnis, den Titanen zu steuern. Indes, gib gut Acht und kehre wohlauf zurück. Ich hab's, glaube ich, irgendwann in einem Mario Maker Video mal gesagt. Hätte man das hier, diese Geschichte, als erstes gehabt, so das wäre Breath of the Wild 1. Und das, was wir als Breath of the Wild kennen, wäre Breath of the Wild 2 gewesen. Man würde so viel intensiver die Feelings haben. Alleine, wenn man im Dorf der Zoras ist und die so sauer sind, weil ja Mipha nicht lebend zurückkehrt. Das ist, wäre so viel stärker alles. So weiß man ja, was passiert. Und wenn man das zum ersten Mal spielen würde, wenn man hiermit anfangen würde, mit dieser Geschichte, ne, dann wüsste man es ja selber noch nicht. Das würde so... Das wäre komplett intens. Okay, was haben wir hier? Ah, der Farbhändler. Ich glaube, aber den brauchen wir echt nicht. Wir können ihn freischalten, aber ich glaube nicht, dass der mir irgendwas Nützliches geben würde. Gut gemacht. Wir schauen mal. Tornado ist verfügbar. Was ist das? Gegen eine Gebühr in Rubin kannst du deine Kostüme nach Belieben färben lassen. Ja, nee. Wir können mal reingucken, aber nee. Ja, wahrscheinlich will ich die Farben haben. Wahrscheinlich. Ich habe ja auch sonst nichts. Nee, es ist ein Blödsinn. Weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Da können wir was machen. Mifas Training. Ah, das ist direkt eine Mission. Okay. Dann kämpfe ich aber vorher. Kaufe ich aber vorher erst für Mipha die Upgrades. Hier war das, ne? Genau, ich kann Mipha wahrscheinlich auch jetzt auf 17 bringen. 18 sogar. Na, ab dafür. Gut. Und jetzt kann man in die Mission mit Mipha gehen. Wo ist sie? Miphas Training. Ab dafür. Verbündete können zum Beispiel durch Spezialangriffe oder durch mit Hilfe von starken Angriffen erschaffenen Wasserfontänen geheilt werden. Oha. Okay. Viele Gegner. Okay, das ist wieder so ein 300 Dinger besiegen. Ich gebe nicht nach. Ein Moblin wurde auf dem Schlachtfeld besiegt. Ey,
ZL bei Fontänensprung Angriff. ZR. Ah, nice. Oh, die hat ein cooles Kampfthema, ne? Man hört es im Hintergrund auch, ihre Musik spielt da. Oh, nice. Nice. So, gleich ist mein A aufgeladen und dann können wir hier einmal durchmetzeln. Wir waren siegreich. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Nice. Coole Attacke. Keine Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung. Gute Einstellung. Okay. Aber wir sind ganz schön langsam. Ich glaube, wir haben gerade mal 100 haben wir noch nicht. Und knapp die Hälfte der Zeit ist rum. Ich sollte vielleicht mehr auf Masse gehen und nicht auf... Also nicht auf Masse, auf Menge. Ich beschütze alle. Das. Jawollo. Ramm alles weg. Sehr schön. Und jetzt zack. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Sehr nice. Das war genau, was wir gebraucht haben. Nice, da sind 200 ein bisschen schneller gekommen. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir gut in der Zeit. Jetzt ist alles okay. Zack. Ah, die Attacke ist großartig. Ich bin die da mit einem Mal erwischt, ne? Wir sind schon bei 250 einfach gelandet. So fix geht das. Okay, hier ist, glaube ich, gar nichts. Ja, hier ist effektiv gar nichts. Cool. Zeitverschwendung. Okay, da unten ist die große Meute. Erstmal die Meute erledigen. Ja, da sind meine Gegner. Jawohl, hier alles weg. Jawohl, da sind meine 300 dann. Nice. Prima, perfekt. 12 noch. Gehst, okay, tschüss. Und zack! Ich muss es tun. Das sollte reichen. Easy. Ja, ja, haut nur ab. Ihr kleinen Feiglinge. Haut nur ab. Ich hau mit ab. So. Okay, sehr schön. Prima. Sehr gut. Zack, zack, zack. Ah, ich habe gar nicht die Waffe vorher neu ausgerüstet, ne? Aber es ist egal. Stein aus einer anderen Welt. Ah, ja. Gibt möglicherweise irgendwo einen Nutzen dafür. Ja, wir werden sehen. Verkaufen werde ich ihn nicht. Okay. Das war das. Da ist einer. Was willst du von mir? Was zeigst du mir an? Ja, schmieden tun wir jetzt nicht. Aber ich verstehe, dass es das gibt. Ja.
Ah, guck mal, das können wir jetzt machen. Das ging vorher nicht. Prima! Gut gemacht! Kühlungsfleischspieß. Fischspieß. Ah ja, 50% weniger Feuerschaden. Boah. Bin angeln. Ah, Julebarsch können wir dafür, brauchen wir dafür noch? Ja, lerne reden, Kerl. Zweihänder längerer Kombo-Angriff. Einfach her damit. Wir nehmen, was wir kriegen können. Hey! Zack. Werde ich nie nutzen, aber hey. Vielleicht nutze ich es automatisch, keine Ahnung. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das haben wir noch nicht, können wir jetzt aber machen, können wir nicht machen. Ja, moin. Das geht auch noch nicht. Das geht mittlerweile. Der Möwendorf Hofladen wird eröffnet. Ja, her damit. Oh. Dann gehen wir doch mal in den Möwendorf Hofladen. Brauchst du eine Erfrischung? Wie wäre es mit einem Glas frisch gemolkener Milch von der Farm? Ich glaube nicht, aber wir gucken mal, was hier so gibt. Okay, da gibt es solches Zeug. Okay. Alles klar, tschö. Wir einfach nur alles öffnen, was geht. Das geht auch noch nicht. Halten und loslassen geht. Dann ab dafür. Schaffe in deinem starken Angriff eine Wasserfontäne und drücke dann ZR. Ja. Habe ich gerade schon gemacht. Glaube ich zumindest. Nicht sicher. Es sah so aus, als hätte ich es gemacht. Ich weiß es nicht. Okay. Besiegen einfach nur und dann geht es wahrscheinlich weiter. Kein Zeitlimit, einfach durch. Jawohl. Das ist die richtige Einstellung. Habe ich schon mal gesagt. Ja, das ist die Attacke, genau. Okay. Da oben scheinen ganz viele zu sein. Yo. Da ist die Party. Bin doch nicht so richtig die Party. Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich glaube, dass ich doch Party erledigen muss. Ich glaube, ich muss einfach alle erledigen, die da sind. So. Sieht das aus. Okay. Ja, wir gehen nochmal zurück. Ach, jetzt. In die Kiste rennen. Was ist hier oben? Gibt es in diesen Nebenmissionen auch Crocs? Oder sind die Crocs vielleicht auch in Nebenmissionen an der gleichen Stelle, wo man sie in der Hauptmission hätte finden können? Das wäre natürlich gut, dann könnte man sie jederzeit holen. Das weiß ich nicht. Ob die einfach allgemein versteckt sind, das müsste man mal austesten. Und sie mal in der Hauptmission einfach liegen lassen und die in der Nebenmission dann gucken, ob man da in die Nähe kommt. Ja, was weiß ich. Zwei noch. Das sind doch mehr. Okay, man muss nicht alle besiegen. Das war's schon. Sehr schön. Erobere den Vorposten. Na, wir gehen gleich hin. Ich will nur kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Außer Bücher. Oh, Geld. Jawohl. Geld ist immer gut. Okay, gehen wir zum Vorposten und räumen dort auf. Mag, wie sie einfach
ohne Wasser hier über den Boden schwebt, like, weil sie es kann. Zurück! Keine Zurückhaltung! Ich gebe nicht nach! Zurück! Holt er der Delfinsprung? Nice! Ist auch eine coole Attacke, ne? Ich gebe nicht nach! Zack, 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 zack. Alle raus hier aus dem Ding. Bis der Boss kommt. Da kommt der Boss langsam mal. Ah, da ist er das? Ist er das? Vielleicht ist er das da. Ja, ich glaube, es ist er. Er kann ja gar nichts. Ich muss es tun. Jawohl. Tschüss, Kakao. Sehr schön. Weiter im Programm. Neues Ziel. Ja, jetzt geht's da hinten noch hoch. Okay. Kann ich hier hoch? Ne, wahrscheinlich nicht. Alles nur Deko. Alles nur Deko und unsichtbare Wände. Kann ich nicht. Ach, hier komme ich raus. Ich hoffe mal nicht, dass sich hier irgendwo Crocs verstecken. Das wäre echt blöd. Moin! Das ist die falsche. Ich bin so lost! Man sieht zwar gerade nichts, aber ich mache dann ordentlich Damage. Ja, man sieht einfach gar nichts. Ist okay. Das hat auf jeden Fall irgendwie hingehauen. Lel. So, ab. Ace. Gut, das war das. War das. Okay. Damit wird das auch blau. Wo ist denn jetzt noch was Gelbes? Das können wir noch nicht machen. Das können wir auch noch nicht machen. Das war mal, haben wir gerade schon gesehen, dass wir es noch nicht machen können. Das können wir machen. Mifa längerer Kombo-Angriff. Her damit. Das sollte nützlich sein. Jawohl, das denke ich doch. Das können wir nicht machen. Auch nicht. Das geht. Was ist das überhaupt? Mifa längerer Kombo. Oh ja, her damit. Bin ich stärker geworden? Ja, bist du. Das geht nicht. Das geht nicht. Ist noch irgendwo irgendwas, was Neues? Nee, ne? Denke nicht. Nee, das hier wird alles noch nachkommen jetzt erst. Das hier geht alles noch nicht. Okay. Dann sind wir soweit erstmal. Ah, das geht noch. Toll! Gut gemacht! Wildgemüseschmaus. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Würde essen. So. Okay, ansonsten haben wir alles gemacht, was wir machen können. Jutigi, dann geht's nächstes Mal weiter mit Rivali. Danke fürs Zuschauen und tschüss.